das meiste kenne ich ja schon alles, deswegen ist es etwas langweilig für mich. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu? Palavon? Der Name sagt mir irgendwie was. Shepard, nicht wahr? Es ist eine große Ehre, die Kriegsikone des Kilianischen Angriffs begrüßen zu dürfen. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellarer Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hätte. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Wie ist das Leben hier auf Zitadelle? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder. Aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Zitadellsektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Zitadellsektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Zitadelle in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Nicht schlecht. Okay, ist auch ein Riesenschiff. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander. Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Die meisten? Gehen. Das heißt, es gibt auch Schlimme. Auf Wiedersehen, Commander. Ich bin einfach total verwirrt, wo diese verdammte Botschafterin ist. Ich war doch schon hier überall, Mann. Ah, und die Residenz der Konsortin, da. Tatsache. Konsortin, ich komme. Aber wo ist die jetzt? Ich will diese blöde Konsortin finden. Wieso ist eigentlich so viel Wasser hier? Naja. Was macht das Wasser hier? Es macht keinen Sinn. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Willkommen im Hinter... Warte mal. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Zitadelle. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Okay, das interessiert mich aber jetzt Ich möchte mehr über die Keeper wissen.
Über diese Verwalter von Citadel ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Citadel-Bestimmungen dürfen die Keeper bei der Ausführung ihrer Arbeit niemals gestört werden. Wer diese Bestimmung missachtet, muss mit harten Strafen rechnen. Keeper sind in allen Sektionen von Citadel anzutreffen, aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Citadel sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aus steuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Das ist vorerst alles. Das ist danke, interessant. Dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ah ne, hier ist der Citadel-Turm. Da will ich aber noch nicht hin. Da will ich noch gar nicht hin. Oh, aber im Ernst, wo ist diese blöde Konsortin? Verfluchter Mal. Avina, nö. Nein. Aufträge. Wie? Das zählt nicht als Nebenmission, oder was? Ist ja blöd. Ah, da muss ich hin. Ich hab's gefunden, Leute. Ja, wow, warum ist das so weit links? Ist ja fies. Ja gut, auf zur Konsortin. Vielleicht können wir unserem Elkor-Freund ein bisschen helfen. Lauf, Shepard, lauf wie der Wind. Oh mein Gott, er sieht so sexy aus. Und er läuft so schnell. Naja. Lalalalalala. Das war echt hier hinten. Okay. Ah. Ja. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, das sind übrigens Asari. Die Konsortin zu sehen. Also die Rasse natürlich. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Okay. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Okay. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Boah, das klingt echt gut. Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent. Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, wie cool. Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung. Und andere wiederum reine Entspannung. Okay. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen. Bis sie es von ihr erhalten haben. Hä? Was? Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ha! Sehr gut. Ja, natürlich, Herrin.
the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Die Konsultin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Okay. Ich finde das ein bisschen suspekt. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Nein. Die hat meinen Kumpel dumm angemacht. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Hä? Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Ich check diese Dienste irgendwie nicht ganz. Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Boah. Sag an. Was geht hier ab? Ich muss zugeben, diese Stelle hier, also das, was ich gerade jetzt spiele, das habe ich noch nie gespielt. Das spiele ich jetzt zum ersten Mal, deswegen bin ich gespannt, was jetzt passiert. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Aha. Sie wollten mich sprechen? Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Toll. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Was ist denn mit der los? Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Hey! Ich bin noch nicht mit dir fertig. Bitte, Commander, bitte kehren Sie zu mir zurück, wenn Sie mit Septimus gesprochen haben. Oh Mann, was bist du auch für eine, ey. Ich bin extra dahin gelaufen, damit ich hier über das Elcor-Problem reden kann und dann... Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht, was... Okay. Koras Nest. Wo ist denn das? Sicherheitsakademie. Das war doch hier. Bezirkszugang.